Die beiden sind immer noch total happy. Bei der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette durfte sich Sharon Batiste, 30, auf die Suche nach der großen Liebe machen. Der Florist Jan Hoffmann bekam dann schlussendlich die letzte Rose von ihr. Nun führen die zwei eine Fernbeziehung zwischen Köln und Hannover, aber das nicht auf Dauer. Promiflash verriet Sharon, dass sie für ihren Liebsten einen Umzug nach Hannover in Erwägung zieht. Mit Jan läuft es immer noch gut. Das, was uns manchmal stresst, ist die Distanz, gab die einstige Köln 50667 Darstellerin im Interview mit Promiflash zu. Die meiste Zeit verbringen Sharon und Jan allerdings in Hannover, da er dort einen eigenen Blumenhandel hat. Deswegen müsste die einstige Rosenverteilerin ihm früher oder später dorthin folgen. Ich kann mir definitiv vorstellen, nach Hannover zu ziehen. Ich muss es auch, damit wir eine gemeinsame Zukunft haben können, und die wollen wir haben. Damit wollen sich die Turteltauben allerdings noch etwas Zeit lassen. Wir stressen uns nicht, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sprechen da ganz offen drüber, aber wann wissen wir noch nicht, erklärte Sharon im Interview.